Das war ein Silvester, sag ich euch. Ich fühle mich immer noch ein bisschen verkadert und muss mich erholen. Wir haben heute den vierten Morgen. Morgen habe ich Geburtstag und deswegen bin ich hier. Ich möchte noch ein bisschen was tun, ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen Platz schaffen. Und ich kriege morgen noch Besuch im Garten. Da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf und habe jetzt auch richtig Bock, hier was zu bewegen. Morgen muss dann nur noch das Wetter mitspielen. Es wird zwar dunkel sein, aber das sollte alles so klappen. Ja, ich mache einfach mal los. Ne? Heute gibt es nicht viel zu sammeln, ich werde viel zeigen. Da wird auch nicht viel rumpalabert. Hier sieht es aus wie im Schweinestall zum einen, zum zweiten. Ich brauche mehr Platz für die Leute, für alle, die kommen. Und dann werden wir ein schönes Feuerchen machen in dem schönen Loch da hinten und Aktivkohle gleich mit herstellen. Das wird richtig schön. Ich freue mich. Ich hatte das letztes Jahr schon vor, da ist es ein bisschen ins Wasser gefallen und die Leute hatten auch nicht alle so Zeit. Dieses Jahr habe ich das auf den Geburtstag gelegt, dieses Feuerchen im Neujahr und das wird schön. Es wird eine richtig runde Zeit. Ich habe ein gutes Gefühl, auch so mit Stockbrot und hier Kartoffeln im Feuer und all solche Geschichten. Also ja, Vorfreude ist echt groß. So, dann legen wir los. Ne? Hallo Thomas. Hallo. Frohes Neues, dir auch. Dankeschön. Okay. Ich muss arbeiten, ich muss was tun. Morgen Geburtstag. Hier Gäste, Geburtstag morgen. 40. Schön. Der ist der Erste. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, auch in Steinburg. Ja, schon vor Jahren. Die Monate. Ja, drei Tage keine Hose nach Hause. Und wie alt jetzt? 70. 70? Ja. 70? Ja. 7-0. 7-0. Schön. Okay, und jetzt arbeiten. Jetzt arbeiten. Dankeschön. Ne? Thank you.
Ich bin jetzt richtig zufrieden, Vorbereitungen sind soweit durch, ich habe Platz, ich habe ohne Ende Sitzmöglichkeiten, die Tische sind schon mal draußen, Stühle lasse ich lieber noch mal im Trocknen und die hole ich dann morgen raus, kurz bevor es losgeht. Mir reicht das jetzt auch. Ach, ich nehme mir mal einen Stuhl. Gäste können kommen. Juhu. Ach, ich freue mich so.